Ja, vielen Dank für die liebe Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. In das Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft bin ich hineingerutscht, weil ich vielleicht als Mutter von 4 Kindern auch sehr gut verstehen kann, dass Kinderkriegen für viele einfach zum Leben dazugehört. Und wie man früher gesagt hat, okay, sie haben jetzt Rheuma und sie sollen nicht schwanger werden, weil das ist zu gefährlich für sie. Das war für mich einfach, dass ich mir gedacht habe, das kann ich gut verstehen, dass das für viele nicht nachvollziehbar ist, weil das gehört zum Leben für ganz viele auch dazu. Und das andere in meiner Position am Landeskrankenhaus sind über die Risikoambulanz immer wieder Patientinnen gekommen, die schwanger waren und Rheuma hatten. Und die haben dann gesagt, so, da schicke ich Ihnen jetzt jemanden, bitte schauen Sie sich das an. So bin ich zu dem Thema gekommen und ich habe es zunehmend spannend gefunden, die Patienten zu begleiten und über die letzten 10 Jahre zu sehen, wie viel sich getan hat und wie viel eigentlich möglich geworden ist durch moderne Datenerfassung. Also worüber ich reden möchte, ist einerseits die bekannten Szenarien, dass jemand, und das nur ganz kurz, jeder, der eine Therapie bekommt und den Beipacktext liest, wird da drinnen lesen, keine Schwangerschaft verboten, lange absetzen davor. Deswegen, bevor ich eine Therapie beginne, bei jedem Patienten muss ich natürlich fragen, planen Sie, ein Kind zu bekommen in der nächsten Zeit? Wie verhüten Sie bei Mann und bei Frau? Deswegen ist das immer ein Thema. Das andere Thema, das häufig ist, dass der Patient unter einer Therapie oder die Patientin schwanger wurde oder Vater geworden ist. Oder dass Patienten schwanger sind, durchaus geplant manchmal, und dass es dann Probleme gibt. Und das größte Problem ist, dass die neuen Medikamente der letzten Zeit, dass da das Sicherheitswissen oftmals nicht ausreicht, um zu sagen, ja, das ist jetzt hundertprozentig sicher, Sie haben eine Garantie dafür, dass da nichts rauskommt. Das kann man schwer geben und das macht das ganze Problem aus. Jetzt zur Verhütung. Wir wissen, dass 50% aller Schwangerschaften ungeplant sind und das ist eine Aufstellung, welche Verhütungsmittel verwendet wurden. Das kommt aus den USA. Ein großer Anteil war von ungeplanten Schwangerschaften auch Sterilisation. Es gibt einfach keine Verhütungsmethode, die hundertprozentig funktioniert. Sehr viel und ich würde sagen, in Österreich ist der Prozent sicher noch höher, die nur mit Kondomen verhüten. Das ist eine unsichere Methode, das sage ich allen Patienten, die eine Therapie bekommen wollen. Man muss sich das gut überlegen. Ich glaube, wenn man einen Kinderwunsch hat und sagt, mit dem verhüte ich mal, dann wird das eine sehr unsichere Methode. Verhütung bei rheumatischen Erkrankungen ist meistens kein Problem. Anders ist es, wenn man eine Erkrankung hat, die Lupus heißt, auch eine rheumatische Erkrankung, dann sind gewisse hormonelle Verhütungsmittel nicht möglich, weil sie die Erkrankung verschlechtern können. Dann muss man auf bestimmte andere Mittel umsteigen. Das andere ist, Verhütung bei Rauchern ist immer wieder ein Problem, weil es das Thromboserisiko erhöht. Wenn man die sogenannte APC-Resistenz hat, erhöht ebenfalls das Thromboserisiko, kann man testen. Man kann dann umsteigen auf andere Pillen und ich empfehle immer eine gynäkologische Beratung. Es ist immer wieder möglich, dann auch über Krankenkasse Verhütungsmethode zu bekommen, die wie ein Stäbchen, ein implantiertes Stäbchen für 3 Jahre gelten mit einem sehr, sehr hohen Sicherheitsindex. Oder auch einmal eine Unterbindung nach einer Geburt sozusagen zu bekommen, wenn man sich sicher ist über den Kinderwunsch. Aber reden muss man drüber. Und da kann ich nur sagen, als Arzt kann ich auch nicht immer an alles denken, also bitte auch von der Patientenseite her immer wieder nachfragen danach. Wann rate ich ab von Schwangerschaft? Es gibt ganz, ganz wenige Einschränkungen. Sicher bei jeder hochaktiven Erkrankung, das erzähle ich noch. Es gibt ganz wenige Erkrankungen bei kollagenosen Lungenhochdruck. Wenn die Lungenfunktion sehr schlecht ist, das Herz schlecht ist, die Niere aktiv betroffen ist oder ein Schlaganfall vor 6 Monaten war, also vor unter 6 Monaten, dann kann man nicht zu einer Schwangerschaft zuraten. Sonst gibt es keine Situationen, wo man heutzutage sagt, man darf nicht schwanger werden, wenn man eine rheumatische Erkrankung hat. Hier ist die Einstufung von
sozusagen, was gilt denn teratogen von der FDA, der American Food and Drug Administration, wovon man ausgeht und was das ganze Problem macht, dass 3-5% der Kinder, die auf die Welt kommen, von Haus aus ein genetisch oder anderes Problem haben, in irgendeiner Form eine Behinderung, sei es ein größeres Muttermal, eine kleinere Fehlbildung oder größere Fehlbildung. Von diesen 3-5% ist nachgewiesenermaßen 1%, also 0,3% aller Behinderungen, sind nachgewiesenermaßen auf Medikamente zurückzuführen. Also keine Angst vor Medikamenten. Fast jede Schwangere nimmt im Laufe einer Schwangerschaft Medikamente ein. Das sind Antiübelkeitsmittel, Schlaftabletten oder ähnliches. Ganz, ganz wenige machen wirklich etwas. Was ist noch bekannt, dass es Schwangerschaften und das wachsende Baby im Bauch schädigen kann? Atomstrahlung, radioaktive Strahlung, Virusinfekte und dann gibt es mütterliche Faktoren, Alkoholismus, weiß man, frühe Untersuchungen auf Chromosomenschäden, Schilddrüsenunterfunktion, Diabetes, aber man sagt auch, eine unkontrollierte rheumatische Erkrankung per se ist ein genauso hohes Risiko wie radioaktive Strahlung. Das heißt, es gibt durchaus Situationen, wo man eine Risikoabwägung machen muss und sagt, wir nehmen eine Therapie, die vielleicht ein Risiko hat, aber das Risiko ist insgesamt geringer als eine aktive Erkrankung während der Schwangerschaft. Das gilt auch für Morbus Sjögren und ähnliche Erkrankungen. Und da gibt es gewisse Medikamente, da weiß man, die haben eine sehr hohe Rate an Fehlbildungen. Das sind Antiepileptika zum Beispiel, ACE-Hemmer, also Blutdruckmittel. Und hier noch einmal, das viel geschmähte Rauchen ist natürlich, und wir wissen, dass alles schlecht für ein Baby, das auf die Welt kommen soll, weil es die Durchblutung, weil Rauchen die Durchblutung so sehr beeinträchtigt. Jetzt zum Thema des Beipacktextes bei der Verwendung von Medikamenten. Bei fast allen Medikamenten steht drin, man darf in der Schwangerschaft nicht angewendet werden. Wenn man also ein Medikament verwendet, und das steht im Beipacktext drinnen, dann und man wird schwanger oder zeugt ein Kind, dann ist das auf jeden Fall eine Risikoschwangerschaft. Auch wenn überhaupt kein rational begründbares Problem dahinter steht. Aber der Beipacktext ist sozusagen die Rechtsregel für uns Ärzte, nachdem wir ein Medikament verschreiben dürfen. Und man muss dann immer wieder eine Abwägung machen, braucht man das Medikament und was ist jetzt angezeigt? Für Patienten ist das total verwirrend. Da sagt der Arzt, das können Sie ruhig verwenden, nehmen Sie das Medikament, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass es schädigt und man liest im Beipacktext, das ist verboten. Dann denkt man sich, was soll das? Und dann geht man ins Internet und dann ist man noch mehr verwirrt. Diese Verwirrung kann man nicht lösen und es ist letztlich eine Vertrauenssache zwischen dem Arzt, dem Rheumatologen, denke ich, dem Gynäkologen, der natürlich in so einer Situation einbezogen werden muss, oft auch dem Hausarzt und der Patientin. Jetzt noch zur Fruchtbarkeit. Rheumatische Erkrankungen haben üblicherweise kein Problem mit der Fruchtbarkeit, wenn sie nicht sehr aktiv sind. Das gilt für die Rheumatoide Arthritis und für die anderen Gewebserkrankungen. Medikamente können die Fruchtbarkeit beeinflussen. Die Schmerzmittel, die NSAR, von denen wir heute auch schon gehört haben, also es ist immer so, es zieht sich ein bisschen durch, es sind immer wieder dieselben Verdächtigen, hemmen hier bestimmte Botenstoffe, dass sich das Ei einnisten kann bei der Frau und können damit die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen. Beim Mann hat es keinen Einfluss. Resorgin ist kein Problem, Sulfasalazin, sagt man, kann die Qualität der Spermien des Mannes beeinflussen, bei der Frau kein Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Das ist ein gefährliches Medikament für ein Baby, aber die Fruchtbarkeit wird nicht, also die Fruchtbarkeit wird sehr stark beeinflusst. Entschuldigung, ja, da muss man vorher bei der Frau schauen, dass man das Ovar schützt mit einer bestimmten Therapie, wenn man die Zeit hat. Und beim Mann kann man die Spermien tief frieren. Methotrexat ist ein interessantes Medikament, bei der Frau auch kein Einfluss auf die Wirksamkeit. Jeder, der das nimmt, weiß, dass im Beipacktext drinnen steht, auf keinen Fall schwanger werden.
für die Männer eine Verringerung der Spermienproduktion möglich. Man weiß nicht, ob es mutagen ist, berichtet, dafür gibt es keine. Empfohlen wird deswegen, wenn ein Mann ein Kind zeugen will, muss er 3 Monate vorher pausieren, so lange braucht ein Spermium auszureifen und erst dann die Zeugung anstreben. Für Leplonamid gibt es keine Einflüsse für die Fruchtbarkeit, genauso wenig für die anderen Rheumamittel. Jetzt während der Schwangerschaft, muss man sagen, wenn wer kommt und schwanger geworden ist, gibt es verschiedene Punkte. Am Anfang der Schwangerschaft zählt das Alles-oder-Nichts-Gesetz. In den ersten 16 Tagen und man hat ein Medikament einmalig eingenommen, dann verträgt man es oder verträgt man es nicht. Das Kind, das eine Störung hier hat, wird nicht weiterleben. Bis zum 60. Tag ist der Gestationstag. Da kommt es dann zur Ausbildung der Organanlagen. Wenn hier Störungen sind, kann das Kind oftmals weiterleben, aber mit Störungen. Und hier weiß man ja aus dieser Zeit, und die Älteren von Ihnen werden das miterlebt haben, mit dem Kontergan, je nachdem wann diese Schlaftablette verwendet wurde, sind verschiedene Fehlbildungen gekommen. Ein Medikament an einem Tag genommen, schwere Fehlbildung. An einem anderen Tag in der Schwangerschaft genommen, gar nichts. Aber das war so die Zeit, wo man dann umdenken begonnen hat. Vorher hat man gedacht, das Kind im Bauch, das ist geschützt vor allen an äußeren Einflüssen. Und dann kam es auf einmal, das Kind ist überhaupt nicht geschützt, es ist alles gefährlich. Und heute kommt wieder das Zurückdenken, nicht alles ist gefährlich. Es gibt durchaus Daten auch, wo es davor und danach sicher ist und nur in bestimmten Bereichen gefährlich ist. Was wir heute noch immer nicht wissen, wenn wir Medikamente in der Schwangerschaft einsetzen, die immunmodulierend gelten, wie wirkt sich das auf die kindliche Infektabwehr für später aus? Dafür ist oftmals der Verlaufszeitraum zu gering der neuen Medikamente. Und was macht das im langfristigen Verlauf? Es gibt jetzt ein Verzeichnis, das ENTIS, wo man versucht, alle Informationen über Störungen, über kindliche Fehlbildungen zusammenzutragen für ganz Europa und auch weltweit. Die treffen sich einmal im Jahr und geben dann Empfehlungen heraus. Und für den deutschen Bereich ist es EmbryoDocs. Und auf dieses Institut beziehe ich mich dann immer wieder, die einfach alle Informationen sammeln und sagen, da haben wir schon so viele Informationen, das kann man erst einmal sicher geben und da werden Sie sehen, da gibt es vieles, was dann vom Beipacktext abweicht. Das ist jetzt das, was ich Ihnen zeigen möchte, was für die Rheumamittel im Beipacktext drinnen steht. Paracetamol, das normale Schmerzmittel, Diclofenac und also die COX-2-selektiven Schmerzmittel, Cortison und die Basistherapeutika, die konventionellen. Die meisten Medikamente nur unter strenger Risikoabwägung, wenn überhaupt erlaubt, und stillen auch alle eigentlich nicht erlaubt. Was sagt jetzt die Wissenschaft? Was sagen die Berichte dazu? Man sagt EmbryoDocs ganz anders. Es ist das meiste. Eigentlich hier sagen sie die Dosierungen, wenn man es vergleicht, völlig anders. Cortison nicht über 15 Milligramm, hier nicht über 20 Milligramm. Die Erfahrung, die Untersuchung zeigen, die Studien, die man gemacht hat dort, hier sagt man, ein bestimmter Bereich des Cortisons in der Woche 8 bis 11, das ist der empfindliche Bereich, da nicht über 10 Milligramm. Sonst kann man auch als Dauertherapie 15 Milligramm geben. Alle Berichte zeigen, das macht dem Kind nichts. Und wenn man eine höhere Dosierung verwendet, kann es beim Kind zu einer zeitlich befristeten Nebenniereninsuffizienz kommen. Das muss man sich anschauen. Auch das geht vorüber, muss man erkennen. Beim Stillen genauso. Hier sagt man nur, wenn das über 1 Gramm geht, also Monsterdosierungen, dann muss man warten. Wenn man 100 Milligramm geben kann, gibt es kaum Übertragung in die Muttermilch, kann man ruhig machen. Also dazu gibt es schon Spiegelbestimmungen, die sagen mit großer Sicherheit. Aber als Arzt kann ich nicht einfach sagen, machen Sie das. Da muss ich ein Gutachten stellen, da muss ich EmbryoDocs anfragen und sagen und damit immer wieder nachfragen. Weil diese Dinge können sich ändern, die sind immer wieder im Fluss, da gibt es neue Empfehlungen. Aber die Hintergrundrisikosituation bleibt natürlich. Und das ist das Unbefriedigende. Aber auch hier
Muttermilch kann man ja wieder gut studieren. Wenn Mütter das einnehmen, weil sie zum Beispiel abstillen wollen, kann man Muttermilchtransfer messen. Und deswegen kommt es dazu, dass man hier schon mit großer Sicherheit sagen kann, ja, stillen ist unbedenklich, wenn man diese Medikamente einnimmt. Man kann man sich jetzt gar nicht merken, diese Liste. Und das muss man auch, wenn ich jetzt in der Beratung jemanden vor mir sitzen habe, immer wieder neu nachfragen, wie schauen die letzten Daten aus. Da geht man dann immer wieder auf Entities letztlich zurück und sagt, nach gibt es neue Hinweise für irgendein neu aufgetretenes Risiko, wie schaut die Datenlage aus. Jetzt zu den Biologikern. Biologika sind nachgebaute Immunglobuline. Immunglobuline, wissen wir, schützen das Kind vor Infekten und es gibt einen natürlichen Mechanismus, dass das Immunglobuline über die Plazenta zum Kind gezielt hintransportiert werden. Das setzt ab der 20. Schwangerschaftswoche ein, damit das Kind sozusagen angereichert, vollgepumpt mit Immunglobulinen auf die Welt kommen kann. Damit kommen aber natürlich auch diese ganzen Medikamente intensiv zum Kind. Und wie schauen jetzt die Datenlage auf? EmbryoTox sagt, es gibt zum Teil ganz gute Datenlage mit vielen Berichten. Es gibt für viele dieser Medikamente keine Hinweise, dass irgendetwas passiert. Aber hier muss man immer wieder nachfragen, ist jetzt was passiert? Es gab 2006 diesen Fallbericht. Dann hat man nachanalysiert, hat gesagt, ein einzelner Fall auf ein einziges Kind bei unbekannter Hintergrund, Schwangerschaften, kann es nicht sein, hat sich dann nicht mehr bestätigt, sodass man sagt, viele dieser Biologiker können bis zu einer gewissen Schwangerschaftszeit derzeit unter Abwägung, ist die Erkrankung aktiv. Wenn man keine Therapie braucht, wird man sie natürlich so weit wie möglich zurücknehmen. Aber heute sagt man, man kann sie dann bis zur 20. Woche meistens einsetzen. Dann muss man noch einmal neu schauen, gibt es harmlosere Mittel. Es gibt solche, die werden stärker über die Gebärmutter transportiert, manche werden gar nicht, eines wird gar nicht, dieses wird nicht transportiert. Dann muss man weiterschauen, ob man es dann verwenden kann oder pausieren kann. Für die ganz letzten Mittel gibt es einfach zu wenig Daten. Im Moment ist aber noch nichts beschrieben, dass hier ein besonderes Risiko zu befürchten wäre. Aber seit Contergan ist man sehr, sehr wach. Die Forscher sagen, es gibt aber immer bessere Tiermodelle, die dem menschlichen Wesen wesentlich mehr entsprechen, als in den 60er Jahren zur Verfügung standen. Wie mache ich immer? Wenn jemand kommt, versuche ich einmal anzuschauen, welche Medikamente sind denn gefragt, was wird eingenommen. Ich stelle immer die Frage an das Zentrum wie EmbryoTox, eine Anfrage dort, auch das kann jede Schwangere dort machen. EmbryoTox ist sehr froh, wenn sich Frauen rühren und sagen, oder auch Männer, und erzählen oder berichten, weil das ihren Datensicherheit so sehr erhöht, wenn sie mehr Berichte von Problemen oder gut gehenden Schwangerschaften haben. Und dann holt man sich ein Gutachten ein. Jetzt besteht eine Kooperation mit einer Apothekerin, wo ich alle Medikamente aufnehme und wir für alle Medikamente, nicht nur die Rheuma-Medikamente, das durchschauen lasse. Und was hier auffällt, ist, dass ein hoher Prozentsatz von Psychopharmaka interessanterweise bei Rheumatikern in der Schwangerschaft verschrieben wird, die wesentlich problematischer zu betrachten sind als die ganzen Rheuma-Medikamente. Das nur so nebenbei. Aber ich muss auch selber die ganze Literatur durchschauen, das bleibt mir nicht erspart. Ich versuche immer, die Situation auch mit dem Partner, der Patientin durchzubesprechen, weil letztlich muss ja eine Familie die Situation tragen und nicht nur die Frau. Manchmal, sehr oft lassen leider die Partner aus, was ich schade finde, weil die Entscheidung muss man zusammentragen. Und bei einer Schwangerschaft ist es natürlich so, es gilt das Risiko Schwangerschaft, es muss gesichert sein und die Untersuchungen je nach Präparat und Vorschlag werden natürlich durchgeführt in der Risikoambulanz. Allgemeine Richtlinien sind für Rheuma, wenn die Erkrankung wenig aktiv ist, ist eine gute Zeit zu planen, eine Schwangerschaft. Beachten muss man, dass die körperliche Inanspruchnahme, wenn man ein Baby zu versorgen hat oder ein Kleinkind, sehr hoch ist.
man muss sich schon überlegen, ob man fähig ist, das Kind zu versorgen. Also ich habe jetzt eine junge Frau, die leidet, weil sie das Kind nicht mehr heben kann, weil die Handkraft fehlt und ihr das Baby zweimal fast runtergefallen wäre. Und sie hat nur eine Panik. Ja. Das ist nicht einfach zu vernachlässigen. Als Mediziner schaue ich, dass ich die Krankheitsaktivität verringere, unter Abwägung der Risikosituationen natürlich, aber es kann oftmals gut sein oder besser sein, die Krankheitsaktivität zu verringern, als aus Angst vor Medikamenten überhaupt nicht zu nehmen, weil dann steigt das Risiko manchmal für ein Kind wesentlich mehr an, dass es zu klein ist, dass es zu früh kommt, dass es Probleme hat. Bei Rheuma ist das Problem nach der Schwangerschaft, bei Patienten mit Rheuma, Duodenarthritis, ist das Problem nach der Schwangerschaft manchmal nicht vorbei. Manchmal kommt es zu einem ausgeprägten Schub nach der Schwangerschaft. Wenn man das weiß und kann, kann man mit Cortison entgegensteuern. Hinweisen wollte ich noch auf dieses nette Buch, das hat das Inselspital Bern herausgegeben, Elternsein mit Rheuma, ich finde das einfach entzückend zu lesen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.